Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus Matthäus 22 von den Versen 36 bis 40. Eigentlich, ich sage es mit meinen Worten, ein Lehrer kam zu Jesus und fragt bei ihm, was ist das größte Gebot? Und Jesus sagte ihm nur zwei Gebote eigentlich, von der ganzen großen Bibel, was da alles schon war geschrieben. Er sagte, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen zwei Geboten sind alle Gesetze und auch die Propheten beinhaltet. Ja, aber kann man wirklich Gott lieben? Wenn man die Menschen so fragt, dann sagen die meisten, ja, ich liebe Gott. Wenn du das fragst, liebst du den Nächsten, dann sind sie nicht so schnell zu sagen, dass sie ihn lieben, weil manche lieben ja gar nicht ihre Nächsten. Und dann ist es gut, wenn man liest, was die Bibel über die Liebe spricht. Und ich lese hier aus 1. Korinther die ersten drei Verse, 1. Korinther 13. Wenn ich in den unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur ein dröhnender Gong oder ein lärmender Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Also interessant, ja, was hier steht. Also Liebe, was das bedeutet. Liebe ist halt sehr viel. Denn aus Liebe hat auch Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt, um die Menschen zu erlösen. Wir wissen, das ist eine tatkräftige, eine starke Liebe. Und die liebt dann auch die Menschen, wenn sie auch Sünder sind, wenn sie auch tun, was Gott nicht gefällt. Er liebt sie trotzdem und ruft sie, komm zu mir. Und diese Liebe, das ist etwas ganz Besonderes, was wir so auch müssen haben in uns. Und ja, und da ist auch so ein ganz interessanter Satz, jemand hat ihn so gesagt, die Menschen kommen in die Kirche aus verschiedenen Gründen und sie bleiben in der Kirche aus verschiedenen Motiven, aber Gott kann nur der Mensch treu sein, wer ihn liebt. Ja, manche kommen, weil es Probleme sind im Leben. Und die kommen in die Kirche oder in die Gemeinde und ja, es wird ihnen geholfen. Und wenn es besser wird, dann gehen manche einfach weg. Aber manche bleiben auch in der Gemeinde oder in der Kirche zum Beispiel, weil sie Angst haben, wenn sie weggehen, dann kann in ihre Seele jemand kommen, der noch siebenmal stärker ist, weil das steht im Wort Gottes, gerade besonders, wenn die Leute von Sucht geplagt waren oder von Krankheit geheilt wurden. Wenn sie jetzt weggehen und dann kommt in ihr Herz etwas Schrecklicheres, dann bleiben sie irgendwie in der Gemeinde. Manche bleiben auch in der Gemeinde aus dem Motiv, weil sie Angst haben von der Hölle, dass sie nur nicht in die Hölle kommen. Aber sie lieben eigentlich Gott nicht. Oder manche kommen auch oder bleiben in der Gemeinde, weil es doch hier manchmal auch interessant ist. Man kann hier spielen, auf Musikinstrumenten spielen. Man kann sich manchmal so auch unterhalten, sehr schön. Und so irgendwie wird man dann anerkannt. Und so bleibt man auch in der Gemeinde. Sobald die Anerkennung aber weggeht, dann bleiben sie auf dich da. Aber wenn man Gott liebt, von ganzem Herzen, wenn man ihm gehört, dann eigentlich wirst du bleiben. Dann geht es auch gar nicht so sehr um Gemeinde, aber um deine Liebe, um diese Beziehung, diese Gemeinschaft, um diese Unterhaltung mit Gott. Und das ist ganz wichtig, wenn es bei uns wirklich ist. Und wir wissen, an einer Stelle steht es geschrieben in Römer 2, 4, also die Güte Gottes führt uns zu Buße. Wenn wir die Güte Gottes erfahren, dass er zu uns gut ist, dass er uns geliebt hat, noch vor der Weltgrund war gelegt, also wo wir noch im Mutterleib waren, dass er liebt jeden und er liebt ihn so wirklich auch dann, wenn wir kein Acht geben auf das, dass er ist, dass er alles geschaffen hat, dass er um uns ist, dann ist es so eigentlich wichtig nur, wenn wir ihn wieder erkennen, wenn wir Buße tun, wenn wir sagen, Herr Jesus, zieh in mein Herz hinein, sei in mir, ich erkenne dich und bekomme so eine richtige Liebe zu ihm, dann ist vieles auch gegeben. Wisst ihr, dann kennen wir auch unsere Nächsten lieben. Dann ist es so verbunden, weil Gott ihn liebt.
weil er ihn also trägt, weil er ihm auch das Gute wünscht, weil er ihm auch wünscht, in der Ewigkeit mit ihm zu sein. Und dann können wir auch diesen anderen Menschen auch lieben. Und dann sind wir in der Gemeinde nicht nur, weil es da irgendwie schön ist für uns oder wir können uns da wirklich ausleben und predigen oder singen oder irgendwie was organisieren. Nein, wir bleiben da aus Liebe zu Gott. Und das ist auch etwas Wunderbares. Aus Liebe zu Gott können wir auf einiges verzichten im Leben. Wir können aus Liebe zu Gott eigentlich so leben, wie er das will. Denn er sagt auch nicht alle, die mich rufen, Herr, Herr, werden das Himmelreich kommen. Nur die wirklich nach seinem Willen, also die verstehen, was er will. Die wollen es tun aus innerem Herzen, weil sie ihn lieben. Und das ist eigentlich der größte, der stärkste Beweggrund, der uns in Gott bewahren kann und für uns auch eine Hilfe oder eine Möglichkeit ist, im Himmel zu kommen, weil wir ihn lieben. Also wir werden da auch gar nicht zweifeln, weil wir wissen, er liebt uns und wir lieben uns. Ich wünsche jedem diese Liebe zu Gott und auch mit dir die Liebe zum Nächsten. Gott segne euch.